Hey Leute, ich bin's David vom Schießstand und die meisten von euch haben sicher schon mal von Samyang gehört. Aber die meisten verbinden mit dem Namen sicher einige schöne und vor allem auch erschwingliche Festbrennweiten. Ein Zoom stand bisher nicht auf dem Programm, aber das hat sich Ende 2021 geändert. Samyang hat das 24-70-2.8 auf den Markt gebracht und das schauen wir uns heute mal genauer an. Und ich versuche mich auch an so einem kleinen Fernvergleich zwischen dem Sigma 24-70-2.8 und dem Tamron 28-75-2.8 G2. Und wenn ihr am Ende merkt, dass das Video euch gefallen oder weitergeholfen hat, dann lasst gerne ein Like unter dem Video, abonniert vielleicht auch den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt und drückt gerne auch auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Jetzt aber erstmal fix das Intro und Film ab. Bei kaum einem Brennweitenbereich für Sonys E-Mount gibt es jetzt mehr Auswahl als bei Standard-Zoom-Objektiven mit Blende 2.8. Wir haben ein altes Sony 24-70-2.8 G Master. Wir haben einen Tamron 28-75-2.8 in Version 1. Wir haben ein Sigma 24-70-2.8, ein kleineres Sigma 28-70-2.8, ein Tamron 28-75 in Version G2, ein Samyang hier und das neue 24-70-2.8 G Master in Version 2 von Sony. Die Preise reichen von 600 bis 2400 Euro und da sollte dann eigentlich wirklich was für jeden dabei sein, oder? Und während ich das so sage, ärgere ich mich schon ein bisschen, dass es so eine Auswahl nicht für Canons RF-Mount oder Nikon Z-Mount gibt. Heute geht es natürlich eigentlich nur um Samyang, aber da ich zeitgleich auch das 2,5-mal so teure neue G-Master in Version 2 mit da hatte, zeige ich euch mal, wo die Unterschiede liegen zwischen dem günstigsten 24-70-2.8 und dem teuersten. Naja, 24-70er sind natürlich eine der wichtigsten Brennweiten. Für viele ist das die Brot- und Butterlinse, mit der sie verdammt viel machen, eben weil es so vielseitig ist. In meinem Fotorucksack ist das auch das wichtigste Objektiv. Ich nehme mein 24-70 aber meist gar nicht zum Fotografieren, sondern zum Filmen, aber gerade da eben aufgrund der tollen Vielseitigkeit. Aber werfen wir mal einen Blick auf Samyangs erstes Zoom, wo es sich einordnet im Vergleich zur doch sehr großen Konkurrenz, also Spec-Check-Zeit. Samyangs AF 24-70-2.8 FE ist mit 800 bis 900 Euro zusammen mit dem Sigma 28-70-2.8 das günstigste der aktuellen 2.8er Standard-Zooms. Sigmas großes 24-70-2.8 kostet mindestens 300 Euro mehr und selbst Tamrons aktuelles 28-75 G2 mindestens 80 Euro mehr, wobei der Unterschied wirklich klein ist. Sonys G-Master in Version 1 kostet mindestens das Doppelte, zumindest neu, und für einen G-Master in Version 2 hier kann man sich fast drei Samyang 24-70-2.8 kaufen. Bei Größe und Gewicht legt Samyang eine ordentliche Schippe auf alle anderen 2.8er Standard-Zooms drauf, denn es ist genau das Gegenteil von klein und leicht. Es ist mit 128x88mm ziemlich groß und wird nur von der G-Master Version 1 überragt. An das Gewicht von fetten 1,03 Kilo kommt aber niemand ran. Selbst Panasonics richtig fettes 24-70-2.8 wiegt weniger und selbst mein Canon RF 24-70-2.8 mit Bildstabilisator wiegt deutlich weniger. Die Linse ist richtig fett und fürs Handling an der Kamera sogar etwas unangenehm schwer und frontlastig und das ist sehr schade. Hoffen wir mal, dass sich optischerseits das irgendwo niederschlägt, die Größe, und dass es da Vorteile bringt. Ach ja, Filtergewinde ist 82 mm groß, so wie üblich bei 24-70-2.8ern. Auf jeden Fall wirkt das Objektiv aber nicht nur durch das Gewicht sehr hochwertig, sondern auch durch die Verarbeitung. Der Body ist aus Metall, die Ringe sind schön abgesetzt und so leicht zu erfühlen, sie sind ordentlich gummiert und auch der Fokusring hat einen ordentlichen Widerstand beim Drehen. Der Zoom ist angenehm zu drehen und lässt sich so zum Beispiel auch leicht für Videos mit Zoom einsetzen während der Aufnahme. Apropos Video, das stand so ein bisschen im Vordergrund bei dieser Linse. Denn Samyang hat zur Vorstellung sehr viel Wert darauf gelegt, die Dinge zu erwähnen, die für Videografen an einem Objektiv wichtig sind. Die Linse soll nämlich parfokal sein. Das heißt, beim Zoom verschiebt sich der Fokuspunkt nicht. Und die Linse soll frei von Fokusbriefing sein. Das bedeutet, wenn man von nah zu fern fokussiert, verändert sich der Bildwinkel, also die gefühlte Brennweite nicht. Aber das schauen wir uns natürlich nachher noch genauer an. Was auch schön ist, das Objektiv ist abgedichtet gegen Staub und Spritzwasser. Das ähnlich teure Sigma 28-70 kann das zum Beispiel nicht bieten. Hinten gibt es dafür eine Gummilippe am Bajonett, um es abzudichten. Da das aber natürlich extern zoomt, muss man auch hier sehen, wie gut die Abdichtung dann auf die Zeit hält und wie gut das Objektiv intern von Staub geschützt ist. Bisher hatte Samyang bei Festbrennweiten, die ja nicht ausfahren, auch dieses Problem mit dem Luftpumpendesign eben nicht. An Schaltern gibt es hier das, was man nun mittlerweile von Samyang kennt und üblich ist, ein Modus 1 und Modus 2 Schalter, der standardmäßig den Fokusring zu einem Blendenring macht. Ich mag das nicht, ja, aber vielleicht bin ich auch der Einzige. Leider gibt es keinen Knopf am Objektiv, den man über den Body frei belegen kann.
Optischerseits gibt es hier 17 Linsen in 14 Gruppen und das ist ungefähr vergleichbar mit dem, was andere 2,8er Zooms an Elementen in der Optik brauchen. Und die Blende besteht auch hier aus 9 abgerundeten Blendenlamellen. Das ist mehr oder weniger normal. Mehr gibt es nur beim 2,8er G Master in Version 2. Leider ist die Naheinstellgrenze hier mit 35 cm nicht unbedingt überzeugend. Das kleine Sigma, das große Sigma, das Tamron in Version 1 und 2, das G Master 2, die können allesamt näher ran für Makrofotos. Der Abbildungsmaßstab von 1 zu 3,7 bei 70 mm geht aber noch in Ordnung. Als Autofokus gibt es hier einen Linear STM Autofokusmotor, der auch hier wieder nicht und niemals zu hören war und ordentlich schnell gearbeitet hat. Und gerade der hat sehr überzeugt, das seht ihr später noch. Aber schauen wir natürlich mal, was die Linse so für Resultate produziert hat. Übrigens hatten wir das Objektiv zuerst auf einem kleinen Fototrip schon im Dezember im Thüringer Wald mit dabei. Mit der damals niegelnagelneuen A74 hatte es aber leider einige Probleme. Die Kamera hat sich im Fotomodus einfach so aus dem Nichts aufgehangen, sodass man sie nicht mal mehr ausschalten konnte, sondern den Akku entnehmen musste. Und auch im Videomodus gab es Probleme, da ließ sich die Blende nicht ändern und der Video-Autofokus hat auch keine zuverlässige Arbeit geleistet. Wir haben zwar ein paar schöne Bilder damit machen können damals, aber all diese Probleme sind jetzt mit der neuesten Firmware für dieses Objektiv vergessen und alles funktionierte bei der Alpha 1 und A74 einwandfrei. Aber genau deshalb bekommt ihr auch jetzt erst unser Review zu diesem Objektiv und nicht schon im Dezember, leider. Aber werfen wir mal einen Blick auf die Schärfe der Linse. Die ist hier bei Offenblende in den unteren Brennweiten nicht unbedingt überragend. Man sieht auch an der Bildmitte deutliche Defizite, die durch Abblenden sichtbar besser werden. Die Bildränder lassen jeweils noch ein bisschen mehr zu wünschen übrig. Richtig gut wird es bei 24 und 35 mm Abblende 5,6. Bei 50 und 70 mm sieht es aber besser aus. Da passt die Schärfe in der Bildmitte auch bei Blende 2,8 sehr gut. Abblenden bringt dann vor allem an den Rändern Vorteile in der Schärfe, zum Beispiel für Porträts mit etwas mehr Freistellung, passt das aber auch bei 50 und 70 mm sehr gut. Da braucht man eben vor allem die Bildmitte. Insgesamt ist das aber gefühlt etwas schlechter, als was wir bei Sigmas 24-70 2,8, beim Tamron G2 und beim Sigma 28-70 2,8 gesehen haben. Tja, die Linsen haben aber wiederum andere Schwächen. Das neue G Master 2 ist im direkten Vergleich deutlich schärfer, deutlich besser in jeder Brennweite, aber so sollte das eben auch sein bei dem Preis. Als nächstes werfen wir einen Blick auf chromatische Aberrationen, also Bildfehler und vor allem Farbfehler an Kontrastkanten oder ähnlichen. Vor allem Samyangs Weitwinkellinsen mit ordentlicher Lichtstärke hatten da immer stark zu kämpfen und auch das neue 50mm 1.4 in Version 2 war sehr geplagt davon. Samyang backt hier wie Sony auch ein CA-Profil für die lateralen CAs schon in das RAW-File mit ein. Aber auch auf der Rückseite der Kamera gibt es davon nicht viel zu sehen. Für ein Samyang ist das wirklich gut und es gibt deutlich weniger leuchtende Kontrastkanten als bei den Festbrennweiten in der Vergangenheit. Wobei man laterale CAs ja auch noch sehr leicht hinterher alleine los wird, sofern es nicht sogar ein Profil fürs Objektiv in Lightroom integriert gibt. Bei den longitudinalen CAs, also den Farbverschiebungen der Vordergrund- und Hintergrundunschärfe, schneidet das Objektiv relativ schlecht bis richtig schlecht ab. Das ist schon sehr bunt leuchtend bei Blende 2,8 und nicht unbedingt angenehm. Gegen diese Art der CAs kann man leider nichts tun als abblenden. Ein kleines weniger tolles Beispiel aus der Praxis dazu, das Thumbnail zum neuen 24-70 GM Version 2 Video habe ich mit diesem Samyang Objektiv geschossen, auf 70mm bei Blende 2,8 und das leuchtet schon sehr, sehr bunt vor und hinter der Fokusebene. Und dieses Problem wird man auch in der Praxis immer wieder sehen. Sei es bei Porträts im Gegenlicht, an Haaren, die rumfliegen oder Kontrastkanten oder auch an Reflexionen einer Brille und so weiter. Und auch beim Bokeh überzeugt das Samyang leider nicht. Wir haben unter 70mm viele Bokeh-Kreise, die nicht wirklich rund sind. An den Rändern sind sie stark verformt und sehen oft sehr merkwürdig aus. Die Kreise haben leuchtende Kontrastkanten und leider auch keine homogene, gleichmäßige Fläche. In der Praxis hat man davon aber nicht viel gesehen, aber das kann zu einem unruhigen, unschönen Bokeh führen. Im Fernvergleich ist das aber auch nicht viel schlechter, als was wir von anderen kennen. Sigmas 24-70 2,8 hat mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Tamrons G2 hatte sich in dieser Hinsicht aber sehr verbessert und ist aus unserer Sicht in Bezug auf das Bokeh die bessere Wahl als das Samyang. Beim Thema Verzeichnung liegt es bei 24mm mit plus 17 in einem gerade noch angenehmen, annehmbaren Rahmen für ein Standardzoom. Aber unkorrigiert sieht man hier eben schon deutlich die etwas zu krummen Linien. 35, 50 und 70mm sind deutlich besser,
sehr gut sogar, wobei 50 und 70 ein kleines bisschen Verzeichnung haben in die andere Richtung, also kissenförmig, aber sehr, sehr schwach ausgeprägt, leicht korrigierbar und in der Praxis, außer bei Architektur mit sehr geraden Linien, auch nicht erkennbar. Ganz anders sieht es aber leider bei der Vignettierung aus. Die Abschattung der Ecken bei Offenblende ist hier deutlich und in jeder Brennweite sichtbar. Auch bei 24 mm sogar wirklich sehr störend. Selbst auf Blende 4 ist das hier aus meiner Sicht noch zu viel. 35, 50 und 70 mm sind besser, aber bei Blende 2.8 auch nicht wirklich gut. Klar kann man das relativ einfach korrigieren, aber auch schon in der Kamera korrigieren lassen. Trotzdem verliert man dadurch ein wenig Spielraum und das kann gerade bei höheren ISOs zu unschönerem Rauschen in den Bildecken führen. Und auch Gegenlicht ist jedes Mal aufs Neue wieder ein Thema, wo ich sehr gespannt bin, wie sich Samyang-Objektive da schlagen. Denn in der Vergangenheit war das oft ein Problem, ein großes Problem und eben oft ein richtiger Kritikpunkt an diesen Linsen, der manchmal sogar der Dealbreaker war. Klar wird hier eine Gegenlichtblende mitgeliefert, aber gerade im Videoeinsatz ist das für Run and Gun mit einem variablen ND-Filter davor auch sehr schwierig und es wäre schon schön, wenn die Linse dann im Sonnenlicht bei Flares nicht komplett auseinanderfällt. Das Gegenlichtverhalten ist hier okay. Nicht überragend, aber auch nicht so schlecht wie bei manchen anderen Samyang-Festbrennweiten in der Vergangenheit. Es gibt hier diesen einen Winkel, bei dem man einen starken Flare an der Ecke erzeugen kann, aber Ghosting ist leider bei 24 mm wirklich sehr stark und unschön ausgeprägt. Dafür geht aber der Kontrastabfall bei Gegenlicht allgemein in Ordnung. Man muss natürlich auch immer bedenken, dass es nur 800 Euro kostet. Und wenn selbst ein doppelt so teures Sony G-Master in Version 1 damit zu kämpfen hatte, kann man das hier schon akzeptieren. You get what you pay for. Sonnensterne gehen hier als sehr ordentlich durch. Tendenziell dafür eher auf Blende 11 und 16 abblenden als Blende 8 und 5,6 verwenden. Ja, aber es geht schon in Ordnung, wobei man eben auch, wenn Sonne im Bild ist, dann wieder sehr dieses Ghosting hier sieht. Beim Thema Foto-Autofokus sieht es hier aber deutlich besser aus als bei den anderen Samyang-Objektiven, die wir in den letzten Monaten getestet hatten. Die hatten allesamt ihre Probleme mit dem Autofokus gerade in Bewegung. Und hier, beim 24-70 2.8, gibt es zumindest in dieser Hinsicht nichts zu meckern. Das kann einerseits daran liegen, dass die Tiefenschärfe mit Blende 2.8 sowieso viel größer ist als mit Blende 1.4 oder 1.8 und kritischer Fokus also nicht so schwierig zu erreichen ist. Oder Samyang hat hier mit dem angesprochenen Firmware-Update, was diese Probleme mit der A7.4 beseitigt hat, irgendwas am Objektiv gemacht und die anderen neuen Linsen haben dieses Treatment bisher noch nicht bekommen. Wenn ich auf Letzteres hoffen würde, dann wäre das eine richtig gute Sache für die anderen drei neueren Festbrennweiten, denn die könnten mit einem besseren Autofokus, der auch in Bewegung treffsicherer ist, deutlich aufgewertet werden. Gerade das 135 1.8, da war das ja eigentlich der Hauptkritikpunkt. Jetzt kommen wir aber mal zum Thema Video. Und das hat Samyang bei der Vorstellung dieser Linse ja irgendwie verblüffenderweise in den Vordergrund stellen wollen. Denn sonst macht kaum ein Fotolinsenhersteller Werbung damit, wenn ein Objektiv parfocal ist. Das heißt, der Fokuspunkt bleibt gleich, auch wenn man die Brennweite verändert. Und das kann ich hier bestätigen. Aber auch in Sachen Fokusbriefing liefert das Objektiv eine sehr gute Figur ab. Und es ist abgesehen von 24 mm auch in den anderen Brennweiten frei von dieser Bildwinkelveränderung beim Fokussieren von nah zu fern. Bei 24 mm ist es aber schon sichtbar ausgeprägt. Aber auch das Problem haben die meisten Standard-Zoom-Objektive. Das ist vor allem beim Fokusziehen bei Videoaufnahmen wichtig. Was mich hier aber sehr irritiert hat, ist der merkwürdig große Radius des Fokusrings. Denn den muss man gefühlt dreimal ums Objektiv drehen, um von nah zu fern zu kommen. Und das macht das Ganze zwar genauer in kleinem Maße, aber wirklich unangenehm, wenn man mal einfach nur aus der Hand mit dem Objektiv Fokus ziehen will oder eben generell manuell fokussieren möchte. Das ist aus meiner Sicht ein deutlicher Schwachpunkt an diesem Objektiv, bei dem man als Hersteller vor allem viel Wert auf die tollen Eigenschaften für Video legt. Dafür ist mir beim Thema Video-Autofokus wiederum überhaupt nichts Negatives aufgefallen. Der Video-Autofokus macht hier eine sehr gute Figur, macht was er soll, weiche Übergänge beim Fokussieren, keine Sprünge, treffsicher und soweit auch sehr zuverlässig. Das war bei Samyang in der Vergangenheit nicht immer so, in den letzten Jahren besser geworden, aber jetzt kann man hier wie gesagt hoffen, dass auch die neueren Linsen in Sachen Foto-Autofokus bald so abliefern wie dieses 24-70 2.8. Und dann muss Samyang eigentlich nur noch die Serienstreuung in den Griff bekommen und dann kann man sie endlich auch allgemein empfehlenswert nennen. Wobei dieses Exemplar hier, was ich getestet habe, in dieser Hinsicht keine Probleme hatte, das war nicht dezentriert. Aber das ist eben auch nur eine Sample Size of One.
Aber jetzt kommen wir mal zum Spaßfaktor, zum Frustfaktor und einem kleinen Fazit. Und hat das Objektiv Spaß gemacht? Naja. Zuerst hat es wirklich nur gefrustet an der A74 durch diese Firmware-Probleme. Ich hätte es am liebsten im Pfandhalsteich versenkt, aber naja, es war ja nur geliehen. Wenn es dann aber funktioniert hat und so wie es jetzt funktioniert, war es solide. Es war nicht überragend, es war nicht begeisternd, aber es war solide. Und dabei muss man bedenken, dass es eben auch das günstigste richtige 2478 ist. Wer mehr will, zahlt mehr. Es gibt aber eben auch ein paar Frustpunkte. So finde ich zum Beispiel die longitudinalen CAs wirklich unter aller Sau. Das Bokeh ist nicht besonders überzeugend, aber was mich am meisten stört, ist eigentlich dieser Umdrehungsradius des Fokusrings fürs manuelle Fokussieren. Aber es geht ja nicht immer nur um mich. Deshalb habe ich mal meinen Kumpel Tobi Wagner, den ihr ja schon aus einigen Livestreams und vielleicht von Instagram kennt, mal zu seiner Meinung zu der Linse gefragt. Er hat das Objektiv jetzt schon eine Weile im Einsatz und war damit unter anderem vor kurzem in Norwegen unterwegs. Also schieß mal los, Tobi. Ja, hallo zusammen. Ja, vielen Dank erstmal, dass ich an dieser Stelle mitwirken darf. Ihr seht schon, ich habe das 24-70mm in der Hand, befinde mich im wunderschönen, leicht überblendeten Weimar im Ilmpark. Viele von euch werden jetzt sagen, ja Tobi, dieses Objektiv haben wir bei dir neulich im Post gesehen. Du hast eine Zusammenarbeit. Ja, aber stopp. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja, ich habe eine Zusammenarbeit mit Foto Erhard bezüglich dieses Objektives, ist richtig. Aber niemand sagt, du musst das sagen oder du wirst da jetzt irgendwie geschubst, irgendwas sagen zu müssen. Es ist alles frei, es ist alles ganz entspannt. Alles cool. Was habe ich zu sagen? Als erstes war ich sehr skeptisch. Das muss ich, glaube ich, sagen. Samyang hat bisher für mich, also ich hatte bisher zwei Objektive, beide waren nicht so gut verarbeitet, beide waren manueller Fokus und beide wurden wieder verkauft, weil sie einfach meines Erachtens nach nicht so qualitativ hochwertig waren und so gut waren von der Schärfe auch, gerade so in den Rändern wie beispielsweise ein Zeiss-Objektiv oder ein Sony-Objektiv. Bei diesem Objektiv war es ein bisschen anders. Ich habe das bekommen und war erstmal positiv überrascht, was das für ein Brocken ist, wie das verarbeitet ist, wie gut die Fokusringe ziehen. Was habe ich festgestellt? Was musste ich feststellen? Wo habe ich das eingesetzt? Eingesetzt habe ich das Ganze bei Hochzeiten, bei der Landschaftsfotografie und zum Film. Ganz schnell, warum Hochzeiten? 24-70 geiler Spielraum, 2,8 super für Trauungen innen und kleines Beispiel. Einfach mal in die Gruppe rein fotografieren oder auf 70 drehen und den Ring, der auf dem Tisch liegt, den detailliert einzufangen. Zum Film. Ganz klar, ich arbeite mit einem Smallrig-System, das heißt Googles, zusammengebaut alles. Und da ist es echt cool, ein Objektiv nicht wechseln zu müssen ständig. Und super cool, von 24 auf 70, ihr merkt es auch hier wieder, ziehen zu können. Und 2,8, ich habe da super coole Aufnahmen machen können. Gerade Detail-Shots sind da echt richtig, richtig gut geworden. Und wie gesagt, der Spielraum ist richtig cool. In der Landschaftsfotografie hatte ich es vor kurzem mit in Norwegen. Muss sagen, da habe ich gemerkt, Spritzwasser geschützt ist es. Also ist auch gut nass geworden. Habe ich überhaupt nichts gemerkt, dass da irgendwie was gestört hat. Es hat kurioserweise auch nicht so viele Abreibungen wie andere Objektive, die ich dann irgendwie auch mal mit auf solchen Reisen hatte. Die sahen hinterher gleich mal ein bisschen anders aus. Das sieht echt noch gut aus. Und heißt, es hält gut was aus, ist gutes Material. Und das hatte ich sozusagen, ja, wie sagt man so, immer drauf. Ja, also das war genau das Objektiv, was ich am meisten drauf hatte. Aber jetzt kommen wir zum Kritikpunkt. Ich will mich gleich ein bisschen kurz fassen, deswegen, dass es nicht zu lange ausartet hier. Mein größter Kritikpunkt ist das Gewicht. Und das muss man halt einfach sagen. Ich habe sehr oft überlegt und meine Mitreisenden wissen die Diskussion heute wahrscheinlich noch, ob ich es mitnehme. Ja, also wenn man da einfach 2,5 Stunden oder 3 Stunden irgendwo auf dem einen Berg oder in die Höhe geht oder wie auch immer, das jedes Mal in seinem riesen Kamerarucksack mitzuschleppen, plus Drohne, plus andere Objektive, ja, es wiegt 1 Kilo. Und muss man echt überlegen, ob man das mitnimmt. Und ich habe viel mit mir selbst diskutiert, ob ich das jetzt mitnehmen möchte. Und zudem ist mir auch aufgefallen, Stichwort Film, dass das auf einem Gimbal sehr oft, ich hatte den Ronin SC neulich zum Ausprobieren, sehr vorne weggeknickt ist. Also der Kilo, natürlich muss man dann natürlich ein anderes Gimbal nehmen, das versteht sich, aber man merkt es und trotz, dass ich es immer gut kalibriert habe, hatte ich immer das Gefühl, das float nicht so. Das ist halt echt schwer. Und genau, das ist so der einzige Kritikpunkt. Ansonsten bin ich doch sehr zufrieden mit dem Objektiv. Die Brennweite hat mir gefehlt in meiner Sammlung, nun habe ich es. Alles Weitere, glaube ich, gerade die Raffinessen im technischen Bereich, da sprechen die Jungs vom Schießstand drüber. Also vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und bis dahin. Nein, Tobi, ich habe zu danken für deine Sicht aus der Praxis über einen doch etwas längeren Zeitraum, als ich das Objektiv haben durfte. Die Frage ist dann aber natürlich auch noch, was man alternativ kaufen könnte und empfehlen könnte.
Ich persönlich würde euch da aus meiner Erfahrung eher zum Tamron 2875 G2 raten. Zwar hatte das im Videoautofokus bei mir ein paar Probleme an der A7 R4 damals ein bisschen geschlammt, hat mich aber auf der Fotoseite mit seinen optischen Eigenschaften deutlich mehr überzeugt als eben hier das neue Samyang 2478. Und Tamrons G2 kostet nur etwas mehr und ist dabei deutlich kleiner, deutlich leichter und hat die deutlich besseren Makro-Eigenschaften. Mit Sigmas 2478 macht man auch nicht so viel falsch, aber das verzeichnet stärker in den oberen Brennweitenbereichen und hat auch seine CA-Problemchen. Und das Bokeh ist auch nicht unbedingt überragend. Dafür ist es aber schärfer. Die große Auswahl an Linsen in diesem Brennweiten- und Preisbereich macht es jetzt auch nicht unbedingt einfacher für Samyang. Der Preis ist zwar wirklich verlockend, aber ich denke gerade den Einsteigern wird das Gewicht auf Dauer ein richtiger Dorn im Auge sein. So ein 1 Kilogramm Objektiv will man eigentlich nur mit sich rumschleppen, wenn man weiß, dass es das richtig, richtig gut ist und vom Gewicht her auch optischerseits wert ist. Wenn ihr jetzt denkt, das Samyang 2478 FE ist was für euch, dann findet ihr Links zu dem Objektiv unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr über diese Links einkauft, unterstützt ihr damit kostenlos unseren Kanal und sorgt so wiederum dafür, dass wir weiterhin solche Videos machen können. Aber ihr könnt natürlich auch mal einen Blick auf unsere anderen Videos zu anderen Objektiven der Konkurrenz werfen. Da verlinke ich euch zwei im Abspann. Wenn euch das Video gefallen hat und weitergeholfen hat, dann lasst gerne ein Like unter dem Video. Abonniert gerne auch den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und drückt auf die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Hier gibt es wie versprochen die zwei weiteren Videos zu Standard-Zooms für Sonys E-Mount. Und ich sag dann mal, ciao, bis zum nächsten Mal.